Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein bisschen Streudeko zeigen. Und zwar machen wir drei verschiedene Teile. Das dritte Teil ist leider verschenkt worden und deswegen kann ich euch das hier jetzt noch nicht zeigen, aber das erarbeiten wir gleich. Und zwar ein Herz, das könnt ihr gut als Streudeko für den Muttertags-Frühstückstisch verwenden. Ebenso wie ein Blümchen, das zeige ich euch nachher auch noch fertig dekoriert. Und dann machen wir, falls ihr zu dieser Zeit jetzt gerade Konfirmationen anstehen habt, auch noch Streudeko in Form eines kleinen Fisches. Wir fangen jetzt mit der Häkelblume an. Ihr braucht dafür Baumwollgarn. Ich nehme die Catania, die hat 125 Meter auf 50 Gramm und eine 2,5er Häkelnadel. So, wir machen einen Fadenring, den zeige ich noch mal ganz langsam. Mit einer Luftmasche sichern und dann so festhalten. Ich glaube, das kennt ihr auch alle. Und jetzt macht ihr in diesen Fadenring 12 feste Maschen. Zieht das Ganze ein bisschen fest, dass es nicht zu locker wird, und dann 12 feste Maschen reinhäkeln. So, die vierte, die fünfte, die sechste, 7, 8, 9, 10, nochmal langsamer, immer unter beide Fäden einstechen. Jetzt käme die 11. und jetzt die 12. und letzte Masche. Jetzt nehmt ihr das ganze Teil und zieht am kurzen Faden, passt auf, dass es hier nicht so verknüdelt, und zieht das Ganze fest. Hier war meine Anfangsschlaufe so ein bisschen locker, wenn ihr das sehen könnt, aber das wird gleich weggehen. So, jetzt macht ihr in diese erste Masche auch wieder unter beide stechen, und so wird dann diese lockere Anfangsschlaufe auch weggehäkelt. Eine Kettmasche, also gleich durchziehen. Ich vergesse ja immer WhatsApp auszumachen. So, nun machen wir eine Luftmasche und dann macht ihr in die erste Masche vom Fadenring, also im Grunde direkt unter diese Masche hier, ein halbes Stäbchen. Ein Umschlag, hier reinstechen, Faden holen, dann habt ihr drei Schlaufen und durch alle durchziehen. Jetzt macht ihr in die gleiche Masche zwei Stäbchen, also zwei ganze Stäbchen. Das heißt, Faden einmal umschlagen, Masche oder Faden holen, dann durch zwei Schlaufen abmaschen. Da habe ich ihn nicht ganz. Oh Gott, das ist, wenn man aufs Display guckt, statt auf die Arbeit. Egal, das überhäkel ich gleich. Und dann die letzten beiden Maschen abmaschen. Und jetzt nochmal ein ganzes Stäbchen in die gleiche Masche. Erst durch beide, dann durch die letzten beiden abmaschen. Und dann nochmal in die gleiche, ihr seht, das Loch sieht man ja auch ziemlich deutlich, nochmal ein halbes Stäbchen. So, in die nächste eine Kettmasche, das heißt, in die nächste Masche müsst ihr euch jetzt wirklich den Einstich genau angucken, hier rein eine Kettmasche. Damit zieht man das Blütenblatt ja stramm nach unten, dass es dann eine schöne Form erhält. So, jetzt nehmt ihr euch wieder die nächste Masche, also keinesfalls die gleiche, und macht dort hinein wieder ein halbes Stäbchen, durch alle drei abmaschen, dann zwei Stäbchen in die gleiche, hier erst zwei abmaschen und dann die letzten beiden Laschen abmaschen. Wieder ein ganzes Stäbchen, Faden holen durch zwei Schlaufen, und durch die letzten beiden. Dann nochmal
ein halbes Stäbchen auch in die gleiche. Also genau in diese hier, wo ihr das alles jetzt hineingearbeitet habt, ein halbes Stäbchen. So. Und jetzt macht ihr wieder in die nächste eine Kettmasche, damit sich das Blatt ausformt. So, jetzt habt ihr praktisch zwei Blütenblätter gemacht. Und so macht ihr das jetzt, bis insgesamt 6 Blütenblätter entstanden sind. Wir machen die nächste jetzt noch einmal zusammen. Ihr fangt also an mit einem halben Stäbchen in die nächste Masche. Hier habt ihr 3 Laschen oder Schlaufen und häkelt durch alle ab. Dann kommen jetzt in die gleiche Masche 2 Stäbchen. Hier mascht ihr es durch 2 Schlaufen und dann durch die letzten beiden Schlaufen ab. Dann kommt das zweite Stäbchen. Auch hier erst durch 2, dann durch die letzten beiden. Und dann, dass der Bogen wieder tief herumgeht, noch ein halbes Stäbchen. Und dann, um das auszuformen, in die nächste eine Kettmasche. Jetzt haben wir 3 Blütenblätter und jetzt macht ihr selbst noch die letzten 3 und dann sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt gerade dabei, das letzte halbe Stäbchen abzumaschen. Und dann gibt es hier noch eine allerletzte Masche und in die macht ihr dann die letzte Kettmasche. Und jetzt könnt ihr hier noch mal ein bisschen stramm ziehen, aber es ist auch ganz nett, wenn das ein kleines Loch in der Mitte hat. Dann ist euer Blütenblatt fertig. Dann schneidet ihr jetzt den Faden ab. Könnt ihr natürlich in ganz verschiedenen Farben machen. Ich finde es einheitlich immer schön, wenn alles jetzt in Gelb wäre oder alles in Lila oder wie auch immer ihr den Tisch dann dekorieren wollt. Diesen stramm gezogenen Faden könnt ihr abschneiden, wenn ihr den gut mit dem Fadenring überhäkelt habt. Und das habt ihr ja. Und dann zieht ihr jetzt diesen Faden auf eine Nadel und vernäht ihn hinten mit ein paar Stichen. Und fertig ist euer kleines Blümchen. Jetzt widmen wir uns dem Herzen. Das ist auch ganz schnell gemacht. Hierzu benötigt ihr dann wieder eine Wolle in der Farbe eurer Wahl. Fangt auch wieder an mit einem Fadenring. Ich habe auch eine 2,5er Nadel, es ginge auch eine 3er Nadel bei der Stärke. Und in diesen Fadenring kommen jetzt 5 feste Maschen. Dann macht ihr 2 Luftmaschen und nochmal 5 feste Maschen in den Ring. Jetzt zieht ihr das zusammen auf die gewünschte Größe. Manchmal ist es ganz schick, wenn da noch so ein Loch zu sehen ist, dann ist das nicht so stramm und knüttelt sich nicht so. Und bei all diesen Dingen, die wir jetzt machen, solltet ihr auch kurz mit dem Bügeleisen einmal drüber. Jetzt macht ihr eine Kettmasche in die erste feste Masche. So, und dann zieht ihr das nochmal stramm. Dann eine Luftmasche häkeln. Und jetzt in die nächste feste Masche, müsst ihr euch genau angucken, macht ihr ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen und 2 doppelte Stäbchen. Also ein halbes Stäbchen dann ein Stäbchen in die gleiche Masche und jetzt 2 doppelte Stäbchen, das heißt, ihr macht 2 Umschläge, in die gleiche Masche einstechen
dann durch zwei Laschen abmaschen, dann durch die nächsten beiden und durch die letzten beiden. Und nochmal in die gleiche Masche, ein doppeltes Stäbchen. Immer durch zwei, die ersten beiden, die nächsten beiden und die letzten beiden. Dann müsst ihr jetzt in die nächste Masche drei doppelte Stäbchen machen. Immer mit zwei oder durch zwei Laschen abmaschen. Das war das erste doppelte Stäbchen. Jetzt kommt das zweite doppelte Stäbchen und das dritte. Alles in die gleiche Masche. In die nächste Masche werden zwei ganze Stäbchen gehäkelt. Das war das erste. Einen Umschlag machen. Jetzt kommt das zweite. Einstechen durch zwei und nochmal durch zwei. Und in die nächste Masche macht ihr einfach ein halbes Stäbchen. So, jetzt findet ihr hier den Luftmaschenbogen, den wir am Anfang gemacht haben im Fadenring. Und das bildet jetzt die Herzspitze aus. Müsst ihr euch die nächste Lücke aussuchen und das ist dann dieser Luftmaschenbogen hier. Da rein kommt ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein doppeltes Stäbchen. Schön aufpassen, dass es wirklich in dem Luftmaschenbogen ist. Wieder eine Luftmasche und ein Stäbchen. Jetzt geht es umgekehrt zurück. Jetzt haben wir praktisch eine Herzhälfte fertig. So, in die nächste Masche jetzt ein halbes Stäbchen, in die nächste zwei ganze Stäbchen, und in die nächste, wie vorhin auch, drei doppelte Stäbchen. Das war das erste. Jetzt kommt das zweite. Nee, das ist falsch. Da habe ich, glaube ich, keinen doppelten Umschlag gemacht. So, das zweite doppelte Stäbchen. Ihr müsst also dreimal durch zwei Laschen abmaschen. Und das letzte doppelter Umschlag einstechen. Faden durch zwei und die letzten zwei. Dann kommen wieder zwei doppelte Stäbchen in die nächste feste Masche. Da merke ich schon. Genau. Zwei doppelte. Dann ein ganzes Stäbchen, auch in die gleiche. Und ein halbes Stäbchen. Und in die nächste Masche, hier gibt es noch eine, macht ihr eine Kettmasche. So wird das Ganze auch schön rund. So, nun muss man das Ganze hier noch stramm ziehen. Stört euch nicht an den Löchern. Wenn ihr dann mit dem Bügeleisen einmal rüber geht, schließt sich das. Man kann sich das ein bisschen ausdefinieren. Jetzt schneidet ihr den Faden wieder ab und vernäht ihn auch hier einmal so mit einem Stich rein, damit sich das dann auch wirklich schließt und zu einem Herz ausdefiniert. Also diesen Faden hier jetzt nehmen. Und dann tatsächlich auch hier von vorne nach hinten zum Beispiel reinnähen, sodass das Ganze dann auch wirklich ein Herz wird. Das könnt ihr abschneiden, weil das ist der vom Fadenring umhäkelte Faden. Der kann dann weg. Ich zeige es noch einmal. Dass ihr das dann hier hinzieht. Und dann nochmal hier rein. So ist das dann auch wirklich ein ausdefiniertes Herz. Und dann mit dem Bügeleisen nochmal rüber,
bisschen zurechtzupfen und dann ist das die Streudeko neben dem Blümchen für den Muttertag oder vielleicht farblich passend hier in Lila. Und jetzt häkeln wir noch den Fisch. Da machen wir zwei Luftmaschen, also wir machen eine Anfangsschlaufe und häkeln dann zwei Luftmaschen. Das Garn ist sehr dünn, ihr könnt das nicht so wirklich gut sehen, glaube ich, aber zwei Luftmaschen häkeln. Und dann müsst ihr feste Maschen praktisch in Reihen häkeln. Am Ende einer jeden wird eine Wendeluftmasche kommen, das zeige ich euch gleich. Und wir müssen jetzt zwei feste Maschen in die zweite Luftmasche von der Nadel aus häkeln. Das heißt nicht in die, sondern in die ganz am Anfang hinter dem Anfangsknoten. Da macht ihr jetzt zwei feste Maschen rein. Jetzt müsst ihr eine Wendeluftmasche häkeln. Und das Ganze umdrehen. Ihr müsst euch das praktisch wie Reihen vorstellen. Und jetzt macht ihr zwei feste Maschen in die erste feste Masche. Eine und hinterher gleich die zweite. Dann habt ihr noch eine letzte zu behäkeln. Das ist die letzte in dieser Runde. Achtet auch immer drauf, dass ihr unter beide Schlaufen stecht, damit das Ganze stabil ist. Meine Häkelnadel verhakt sich hier immer, weil die Rillen hat. Die hat schon sehr gelitten. So, jetzt habt ihr insgesamt drei feste Maschen. Macht wieder eine Wendeluftmasche. Dreht das Ganze wieder um und macht wieder in diese erste zwei feste Maschen. Dann habt ihr hier die nächste, da macht ihr eine rein und die letzte, ganz wichtig, hier ist noch eine letzte. Da macht ihr auch eine feste Masche rein und habt praktisch jetzt in dieser Reihe vier feste Maschen. Macht wieder eine Wendeluftmasche. Und jetzt häkelt ihr eine feste Masche in jede Masche. Das heißt, das ist die erste. Dann kommt die zweite. Die dritte. Und die letzte ist schwer zu sehen, hier hinein unter beide Maschen, unter beide Schlaufen, die vierte und wieder eine Wendeluftmasche und das Ganze umdrehen. Jetzt müsst ihr eine feste Masche häkeln, die zweite auch ganz normal und die dritte und vierte müsst ihr zusammen abnehmen oder abhäkeln. Dann habt ihr wieder drei. Jetzt macht ihr eine Wendeluftmasche, wendet das Ganze und das gleiche Spiel nochmal. Eine feste Masche in diese feste Masche und diese beiden zusammen abhäkeln. So. Dann habt ihr jetzt zwei feste Maschen in dieser Runde. Jetzt ist der Fisch schon fast fertig, auch wenn er noch nicht so aussieht. Jetzt macht ihr eine Luftmasche und umhäkelt den Fisch einmal komplett mit festen Maschen. Die sucht ihr euch hier so raus, wie sie sich ergeben. Einfach mit festen Maschen umhäkeln. Hier sind ja immer diese Schlaufen, die könnt ihr dann nehmen als Maschen. Müsst ihr euch so ein bisschen suchen. Jetzt ist hier eine Besonderheit. Jetzt sind wir ja einmal halb rum. Jetzt kommt hier die Spitze von diesem ovalen Teil. Und in diese versucht auch zwei Schlaufen zu packen zu bekommen, damit das nicht so löchrig wird. In diese häkelt ihr jetzt. Ich nehme einfach die dazu, hier den Faden. Drei feste Maschen in ein und dieselbe Masche oder in das Loch, das ihr dazu packen habt, um einmal rumzukommen.
Dann geht es hier wieder zurück, ganz normal mit festen Maschen. Gott, das ist hier so, die hat so Rillen, meine Häkelnadel, weil ich die manchmal mit einer Zange bearbeiten muss. Das zeige ich euch mal an anderer Stelle, warum. So, einfach zurückhäkeln. Bis ihr jetzt so ziemlich angekommen seid am Ende und ihr seht, dass ihr das Ganze einmal umrundet habt. Dann macht ihr jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Dann häkelt ihr zurück mit einer festen Masche. Mit einem halben Stäbchen und noch einem halben Stäbchen in die nächste Masche und einer festen Masche. Dann macht ihr in diese Anfangsschlaufe, wo ihr angefangen habt, eine Kettmasche. Dann stecht ihr in die nächste ein. Und macht dort wieder 5 Luftmaschen. Und geht wieder ab der zweiten von der Nadel aus zurück mit einer festen Masche. In die nächste ein halbes Stäbchen, wieder in die nächste ein halbes Stäbchen und in die letzte macht ihr wieder eine feste Masche. Und dann macht ihr jetzt hier in die nächste eine Kettmasche. So, jetzt mascht ihr den Faden ab. Und dann habt ihr hier einen kleinen Fisch. Wenn euch das Ganze zu löchrig ist, ich habe jetzt eine etwas größere Nadelstärke genommen, damit ihr es besser sehen könnt unter der Kamera, dann nehmt ihr entweder eine Nadelstärke kleiner oder ihr macht es einfach so, dass ihr 2 Teile häkelt und sie dann links auf links zusammenhäkelt und dabei dann umrundet. Ich zeige euch jetzt trotzdem nochmal, wie das Ganze fertig aussieht. So kann euer kleiner Fisch dann aussehen. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, wenn es euch zu löchrig ist, entweder besser machen durch eine kleinere Nadelstärke oder durch einen gleichen Fisch, den ihr dann mit festen Maschen umrandet und gleichzeitig zusammenhäkelt. Ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Bilder, wie das Streukonfetti zum Muttertag oder zur Konfirmation aussehen kann.